Ich habe jetzt an die Schule gerade gedacht, genau. Und da hatte man ja die Würfe und wir werden gepresst. Oh mein Gott, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Es liegt aber nur daran, weil wir hier keine Anfangsgeschwindigkeit hatten. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumor hier am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online. Heute wieder mit euren Leveln und wir beginnen heute mit dem Level von Cupcake. Und er hat das Level gebaut, Wario's and Waluigi's Minigames. Und hier gibt es anscheinend zwei Wege, wo ich einmal mich für Wario entscheiden kann und ein anderes Mal für Waluigi. Und ich würde sagen, da der Waluigi ja generell wenig Screamtime hat in den Nintendo-Spielen, außer in Sportspielen und vielleicht mal in Mario Party, wählen wir doch Waluigi. Oder wir nehmen Wario und gehen in Waluigis Raum, aber nee, das lassen wir. Das lassen wir. Und der hat mir auch geschrieben, der Cupcake, dass die Waluigi-Games ein bisschen schwieriger sind. Und ja, in der Tat, ich glaube, ich muss da irgendeinen Block erwischen. Und ich denke mal, in einem dieser Blöcke ist ein P-Switch versteckt. Okay, dann schauen wir mal, wo der P-Switch ist. Oh mein Gott, so, hier, ich habe ihn direkt. Oder auch nicht. Okay. Oder kommt der Block jetzt runter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommt der runter? Oder passiert jetzt was? Nö. Es passiert irgendwie nichts. So, aber hier bin ich ziemlich safe. Warum passiert hier nichts? Müsste nicht hier jetzt eigentlich ein P-Switch kommen? Oder wurde der nicht getriggert? Es kann sein, dass der nicht getriggert wurde, weil da noch ein Block drüber war. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der müsste doch da eigentlich sofort ausgelöst werden. So, jetzt versuche ich alles mal quasi auszubräunen, ne, wenn man das so nennen kann. Und dann schauen wir mal. Aber ich denke mal nicht, dass da noch irgendwas passiert. Oder es gibt irgendeinen geheimen P-Switch. Allerdings glaube ich das nicht. Ja, irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Aber ich gebe dem Waluigi noch eine Chance. Und ansonsten wird er halt wieder ersetzt. Ne? Das kennt er. Das kennt er ja, der Gute. So, hier war es nicht. Okay. Das war es auch nicht. Nee. Okay, der Block kommt hier jetzt aber runter, oder? Nee. Dann der hier. So. Ja, tatsächlich. Da war ein P-Switch, okay. Wie ist der weggekommen? Ich weiß nicht. So, hier gibt es nochmal, denke ich mal, eine Waluigi-Amiibo. Und, oh mein Gott, das ist, denke ich mal, auch nicht beabsichtigt, oder? Dass man hier noch ein P-Switch hat. Wobei, es ist, glaube ich, egal. Okay. Okay, so ist das gemeint. Ich muss den Gumma hier quasi so nach oben manövrieren. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So habe ich das auch noch nie so in der Art gesehen. Ne? Sonst gibt es ja eigentlich immer einen Helm. Aber hier mit den Blöcken, das ist eigentlich ganz gut. Und man hat auch nicht unendlich viele Versuche. Wobei man schon relativ viele Versuche hat. Also das kann man schon schaffen. Und der Gumba hatte auch den Schlüssel. Okay, sehr gut. Gefällt mir. Eventuell mache ich die Wario-Seite auch noch. Mal schauen. So. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Und das tut mir leid, Waluigi. Aber, ja, okay. Ich werde gequetscht. Ein Checkpoint gab es da, denke ich mal, nicht. Wobei der eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre, ne? Ein Checkpoint bei der Wario-Seite und ein Checkpoint bei der Waluigi-Seite. Weil das war jetzt doch ein bisschen gemein. Und ich resetten konnte ich den Raum leider auch nicht. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem guten Waluigi. Und ansonsten wird er ersetzt, gnadenlos. Selbst in Mario Maker, wo er ja zumindest seine Amiibo hat. Jawohl. Okay, dann probiere ich es jetzt nochmal. Und jetzt muss ich einfach nur schnell sein, hoffentlich. Ja, aber das konnte man noch nicht wissen. Das kann man doch erst wissen, wenn es schon vorbei ist. Beim ersten Mal. Okay, gut. Und ich habe mich einfach mal treffen lassen und das passt, denke ich mal, schon. Oder muss man hier jetzt groß bleiben? Okay, nee, es hat gepasst, es hat gepasst. Okay, nice. Dann mache ich noch schnell die Wario-Seite. Oder machen wir die am Ende des Videos. Ja, können wir machen. Dann ist das so schön abgerundet, denke ich mal. Und wir machen jetzt das Level von dem guten Fabio. Ja, von dem Fabio. Und auf das Level freue ich mich schon, weil das sah vom Thumbnail her sehr, sehr gut aus. Und ich lese schnell die Beschreibung, beziehungsweise ich habe die Beschreibung hier schon. Und wir haben ein Themenlevel, nämlich in der verlassenen Pressfabrik, okay. Wir haben ein Themenlevel mit Donkey Kong und Diddy Kong, yay. Und der Grund für diese beiden Amiibos ist ein besonderes Gimmick. Am Anfang gibt es ein kleines Rätsel, um in die verschlossene Fabrik hineinzugelangen. Und in der Fabrik gibt es dann verschiedene Challenges, die ich überstehen muss. Viel Spaß, okay. Und von Thumbnail sieht das wieder sehr gut aus.
Und die Abschlussrate ist wieder relativ gering. Wobei, das heißt nichts. Das heißt nichts, weil ich hatte schon einige Level von Fabio, wo es sehr, sehr viele Power-Ups gab. Aber die Abschlussrate war trotzdem relativ gering. Was für mich immer noch ein Rätsel ist. Aber ja, gut, gut. Wir werden das schon jetzt sehen, was hier jetzt halt abgeht. Wenn wir überhaupt reinkommen, ne? Wenn wir überhaupt reingelassen werden. Da ist ein Pfeil nach unten. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier einen Schlüssel finde. Nee, irgendwie nicht. Soll ich den Schlüssel vielleicht vorher kriegen? Oder ist das hier ein Spiegeltrick? Ja, das ist ein Spiegeltrick. Okay, gut. Wenn das jetzt nicht der Spiegeltrick gewesen wäre, ich wäre überall rumgesprungen und wäre halb ausgerastet. Allerdings nur offscreen. Und ja, dann hätte ich den Schlüssel da bekommen. Okay, aber jetzt geht's weiter. Und ja, ich hoffe, der Donkey Kong wird hier nicht gepresst. Wir kommen hier mal ein bisschen mit einer Anfangsgeschwindigkeit rein. Jetzt wird's physikalisch. So, aber ja, das funktioniert. So, Anfangsgeschwindigkeit V0. Oh mein Gott, lang ist's her, als ich damit noch rumgerechnet habe. Oh mein Gott. Wobei, in der Uni hatte ich das ein paar Mal. In Physik 1 und Physik 2. Ja, ja, doch, doch. Da musste ich auch ein bisschen rumrechnen. Und generell gab's V0 auch immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt komm her. Komm her. Aber ich habe jetzt an die Schule gerade gedacht. Genau. Und da hatte man ja die Würfe. Und wir werden gepresst. Oh mein Gott, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Das liegt aber nur daran, weil wir hier keine Anfangsgeschwindigkeit hatten. Ah, egal. So, wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir keine Anfangsgeschwindigkeit. Okay, dann ja, aber hier können wir einfach runtergehen. Okay, genau, und dann hier so drauf. Okay. Okay, und hier das gleiche Spielchen nochmal. Und dann das gleiche Spielchen nochmal. Okay. Dreimal das gleiche quasi. Okay, kann man mal machen. Ich hoffe, das wiederholt sich allerdings jetzt nicht die ganze Zeit. Mal schauen. So, hier haben wir wieder eine Anfangsgeschwindigkeit V0. Okay. Komm her. So, jawohl. Und jetzt haben wir keine Anfangsgeschwindigkeit, aber wir können springen. Mehr oder weniger, und das sollte passen. Jawohl, das passt, okay. Cool gebaut und... Wow, jetzt habe ich wieder das Ganze unterschätzt. Jetzt bin ich einfach schnell durch und zum Glück bin ich hier nicht gestorben. Und werde ich hier eigentlich gequetscht? Ich glaube schon. Und von daher renne ich da schnell durch, wenn es geht. Und ja, es klappt. Und DK nimmt sich das Geld mit, weil, ja, er braucht es nicht. Er braucht nur Bananen. Und, ja, ich hoffe, den kriegt er am Ende. Und den Diddy, den will ich auch haben. Den will ich auch bekommen. Mal schauen, wann es den gibt. Oder vielleicht ist er nur ein Bonus, wer weiß. Und, oh Gott, ich bin wieder einfach planlos hier reingegangen. Das sollte man nicht tun. Oh mein Gott, okay. Und dann, ja, nee, ich warte noch eine Runde. So, jetzt, und das war sehr, sehr knapp. Ich wäre fast nach unten gerutscht. Okay, und was geht hier ab? Okay, jetzt werden wir so gepresst. Und eventuell kriegt DK jetzt einen Stachel in den Hintern. Aber ich hoffe nicht. Oh mein Gott. Okay, aber durch diese Striche hier ist gekennzeichnet, dass man da quasi safe ist. Okay, gut gemacht. Und jetzt habe ich nicht geguckt, was hier abgeht. Aber ich bin nicht gestorben. Und ich bekomme Diddy. Und Diddy ist kein Secret, sondern den kriegt man einfach. Okay. Und hier kann ich einfach durchrennen, oder? Kann ich durchrennen, ich hoffe. Die Laufbänder sind alle gleich. Okay, das passt. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter mit den Spielchen. Aber das Level gefällt mir. Macht doch Spaß. Und wir kommen auch ganz gut durch. Und jetzt, was kommt jetzt? Okay, wir müssen jetzt schnell durch. Aber wir haben wieder Anfangsgeschwindigkeit. Wobei das, glaube ich, hier nicht so viel bringt. Wobei, doch. Sehr gut. Und jetzt haben wir auch wieder Anfangsgeschwindigkeit. Oh mein Gott. So, aber ich will die Anfangsgeschwindigkeit, genau. Genau. Und jetzt auch wieder. So, und jetzt, ja, mit Anfangsgeschwindigkeit ist das alles kein Problem. Nur wenn man es dann rechnen will, ne, dann ist die Anfangsgeschwindigkeit manchmal nervig. Und ich bin jetzt einfach reingesprungen. Hab gedacht, das geht schon, ne. Aber nein, das geht dann doch nicht einfach so. Okay, wir sehen uns an der Stelle aber gleich wieder. So, und jetzt nehme ich das Ganze ernst. Okay. Ja, hier direkt hochspringen. So, und dann ganz schnell sein. Ganz schnell, ja, okay. Oh mein Gott, ich hatte es vorher geschafft. Nur ein Sprung hat, glaube ich, gefehlt. Na egal. So, hier nehme ich wieder die Anfangsgeschwindigkeit mit.
Jawohl. Ob ich den Part auch so nenne, wer weiß, wer weiß. Mal schauen. So, oh Gott. Aber das passt so. Und Diddy. Diddy wird hoffentlich nicht gequetscht. Nee, nee, da hat er noch Glück gehabt. Alles klar, alles klar. Und jetzt kommen wieder Ranken, natürlich. Ein DK-Level ohne Ranken, was ist denn das? Was wäre denn das? Alles klar. Und... ach Gott, okay, ich denke, jetzt kann ich einfach reinspringen. Und dann schauen, was passiert. Und wir kommen einfach auf die nächste Ranke. Und das gleiche mache ich auch hier. Ich probiere es zumindest. So, perfekt. Und war ich schon mal im zweiten Checkpoint? Ich glaube noch nicht, ne? Der müsste doch jetzt eigentlich kommen und jetzt kommt wieder sowas hier. Vor dem habe ich immer sehr viel Angst. Aber ich wurde nicht gequetscht, das ist gut. Und jetzt gibt's wieder Donkey Kong, okay. Alles klar, alles klar. Und jetzt geht's so weiter. Aber hier sind Safe Points, genau. DKs Arsch wird noch so ein bisschen nach links geschoben. Oder nach rechts. Jawohl. Und jetzt Marios Hintern. Ja, ja, genau. Okay. Alles klar. Und hier. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, wir hinterfragen das Ganze mal nicht. Wir gehen einfach weiter. Einfach weitergehen und... oh Gott. So, jetzt weiß ich nicht, was ich drücken muss. Ich denke, einfach im richtigen Moment A drücken, genau. Oh, und er hat so anscheinend diese Festerspielchen nachgebaut. Genau, und ich glaube auch die ganze Zeit vorher schon, ne? Bloß jetzt kann man halt auch sterben, ne? Genau, coole Sache, coole Sache. Sehr gut. Und jetzt im richtigen Moment wieder A drücken. Ja, gefällt mir gut und... jetzt war ich zu früh. Okay. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder an der Stelle. Bis gleich. Oh Gott, das war blöd. Das war echt verschwendet. Okay, ja gut. Der DK, der wollte wohl in den Stachel rein. Ich kann es ihm nicht verübeln, wobei das wieder falsch klingt. Aber naja, gut, das ist ja normal bei mir. Und jetzt drücken wir einfach ein bisschen später. Und dann sollte das passen. So, ja, ja. Und jetzt noch ein Muncher. Okay, aber der ist, glaube ich, ungefährlicher. Ja. Und jetzt bin ich im Ziel, oder nicht? Hier komme ich nicht rein in die Röhre. Hä? Ist hier eine Ranke? Ja, hier ist eine Ranke. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, hier wäre das Level kaputt. Und hier kann ich mich nicht entscheiden. Und ja, ja, vielleicht war links noch was, aber... ja, kann ich das überprüfen? Ja, und jetzt bekomme ich die Amiibo nicht mehr. Aber ich glaube, das war nur noch eine DK-Amiibo und ich hoffe, da drüber gibt es noch eine Diddy Kong-Amiibo. Die habe ich nämlich... lieber. Oder ein Yoshi. Wobei, nee, Yoshi gibt's hier nicht. Nee, nee, nee. So, kann ich hier noch irgendwo rein? Nee, nee, nee. Nee. Und nö. Okay. Und Yoshi? Nein, aber Donkey Kong Jr. Okay, alles klar. Alles klar. Und dann sind wir hier im Ziel. Und dann würde ich sagen, das war ein wirklich cooles Level. Sehr nice. Vom guten Fabio. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch die Wario-Minigames. Genau. Wie versprochen, runden wir das... den Parts dann so ab und wir sehen uns gleich da wieder. So, lala, Wario, komm dann mal her und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Aber er hat mir geschrieben, ja, dass die Wario-Mini-Games ein bisschen einfacher sind. Und ich denke mal, hier muss ich mich durchboxen. Ja, okay. Alles klar und ja, die Fallen gibt es anscheinend mit den Piranhas. Okay, aber es sind anscheinend relativ wenig Piranhas am Start. Das kann ich ja jetzt mal überprüfen, wie wenig das sind. Ja, okay, so viele Fallen gibt es anscheinend hier nicht. Ja, also das ist dann wirklich leicht. Im Vergleich zu dem ersten Waluigi-Raum, ne? Das war schon übel. Vor allem, weil der P-Switch eben nicht getriggert ist. Und oh Gott, ich hätte nichts sagen sollen. Jetzt kommt doch nochmal ein schwieriger Abschnitt. Aber ja, ich weich hier sehr gut immer aus. Jawohl, bin im Takt mit dem Feuer. Ich bin eins mit dem Feuer, jawohl. Und nein, nicht ich, sondern Wario. Wario, der durch mich gesteuert ist. Genau. Okay, okay, okay. Hier ist nochmal ein Wario drin, denke ich. Und sind wir? Nee, okay, jetzt dachte ich schon, dass es das wäre. Aber nein. Und brauche ich den dritten Kugelwilli? Nee, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. So, und ja, vielleicht doch. Also damit kriege ich halt den Powerblock sicher. Aber ich muss halt hier ein bisschen Speed aufnehmen. Ja, komm, ich nehme den dritten mit. Ich nehme den dritten mit. So, und dann passt das. Und ach, wir brauchen sogar nur einen. Okay. Dann können wir hier hochspringen und dann einfach rein. Und jetzt kommt das Ziel. Aber jetzt kommt das Ziel, genau. Und genau, den Gummel kann man auch töten. Sehr gut. Ja, dann wurde der Part nochmal gut abgerundet. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen.
Und ich hoffe, euch hat das Zusehen gefallen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Und danke auch für Daumen hoch wieder. Und für Kommentare und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Euer BlueXHu und ciao.